Die denken wahrscheinlich, das ist eine Frau. Ja. Hallo. Wie ist denn dein Name? Ich heiße Julian und bin 13 Jahre alt. Ich hatte eine Gänsehaut bis zum geht nicht mehr und vor allem habe ich mich rumgedreht und dachte, da steht ein 12-jähriges Mädel. Krass, wie hoch du kommst. Also sowas habe ich, was habe ich noch nie im Leben gehört. Also ich bin ja hier der Neue, ne? Ich habe mir das ja wirklich krass vorgestellt, aber dass es so krass ist, hätte ich niemals gedacht. Das ist The Voice Kids, das ist der Grund, warum ich hierher gekommen bin. Das ist doch mal ein Lob, oder? Ja, toll. Julian, ich kannte den Song nicht. War das die neue Single von Max Giesinger, oder? Das war dein neues Ding, ne? Ja, ja, meine neue Single, ja. Nee, das war natürlich ein klassisches Stück, wahrscheinlich aus einer Oper. Es war eine Oper. O mio Bambino Caro. Deine Stimme hört sich natürlich fantastisch an und wirklich auch ausgebildet. Also du nimmst wahrscheinlich Gesangsunterricht. Ja, seit 2,5 Jahren. Seit 2,5 Jahren erst, dann doch. Mhm. Also davor habe ich nur unter der Dusche eigentlich gesungen. Ich spiele schon Akkordeon seit 6 Jahren. Und da habe ich einfach mal mitgesungen. Dann saßen meine Eltern auf der Couch und gesagt, oh, das ist aber nicht normal. Und haben mich einfach mal angemeldet. Stimmt, es war nicht normal. Aber ich habe mich auf klassisch fokussiert, weil mir das am meisten Spaß macht. Ihr könnt ja mal die Klassikversion von Kokongo Kong raushauen. Kokong, Kokong, es will durch den Beton. Kokong, Kokong, will in mein Kopf. Ich glaube, das kann der Julian besser. Ich meine, da gibt es ja ganz, ganz tolle Lieder. Wir könnten ein Duett machen hier. Wie heißt die Nummer nochmal, wo Henry Maske mal eingelaufen ist? Time to say goodbye. Ah. Und ich singe den tiefen Part und du die hohe Stimme. Das sehe ich jetzt schon im Finale. Kannst du Time to say goodbye singen? Ja, ich glaube schon. Sollen wir das mal machen kurz? Ja. Gut. Okay. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ja, finde ich geil. War das hier echt jetzt? Ja, natürlich. Ungeübt. Wo ist die Tonart? Sie. So. Wir probieren das mal. Eins, zwei, drei. Si promentos, te promates, te curando, si perezzo da milione. Si lo fatto, si lo chiede, si lo chiede, amore.
Das war cool. So gut. Okay. Ich glaube, die Entscheidung sollte klar sein jetzt. Max, seit ich hier bei Voice Kids bin, das war der schönste Moment aller Zeiten. Meiner auch. Es war großartig, es war fantastisch. Schön. Wirklich. Ja. Toll, echt toll. Deswegen bin ich hergekommen, Leute, zu The Voice Kids. So sieht's nämlich aus. Oh, das wird jetzt schwierig für Julian. Okay, Julian, du hast die Qual der Wahl, würde ich sagen. Du kannst jetzt eigentlich zu jedem gehen. Aber bei mir bist du natürlich am besten aufgehoben, ne? Also ich bin hier der Klassikmaster, wie ich jetzt immer bewiesen habe. Der Klassikmaster. Ne? Also, also ich glaube, ich gehe zu Marc. Marc Forster! Hallo! Sorry! Das freut mich sehr. Das ist so schön gemacht. Ey, was soll ich noch machen? Max, vielleicht wird es besser, wenn Julian gleich die Marc Forster Cap aufhat. Warte mal ganz kurz. Ist das gemein? Julian, herzlich willkommen im Team Marc. Verstehe ich überhaupt nicht. Max Giesinger, time to say goodbye. Oh Mann, was? Streu ruhig Salz in die Wunde. Du bist aber wirklich absolut krass, habe ich hier auch so noch nicht erlebt. Wenn nur von einer Frau. Ich war schon von Anfang an für Marc, weil ich seine Lieder so toll finde. Deswegen, tut mir leid, Max. Cool gemacht. Danke. Und willkommen im Team Forster, willkommen in den Battles. Yeah.